Mann, Mann, Mann hier. Also wirklich. Na gut. So, dann jetzt aber. Warpen. Ja, jetzt darf ich. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So. Auf nach Kakariko. So, dann, nein, doch, ja, auch. Einmal hier zum Mensch werden. Dann einmal die Halskette irgendwie auf eine Taste legen. Und dann, ne, guten Tag sagen. Doch, Post. Guten Tag, ich bin wieder da. Hier, deine Halskette. Ich, du, wir kennen uns, nicht wahr? Nee. Ich erinnere mich, es roch nach Gras. Damals, als ich gekifft habe. Das war vor langer Zeit. Wir waren beide noch Kinder. Du warst immer an meiner Seite. Kein Grund, jetzt zu flennen. Mammut, das ist ein emotionaler Moment. Mammut, du bist es. Ja, doch, ey. Das hier wollte ich dir für deine Abreise geben. Mammut, ich hoffe, du wirst es mögen. Du erhältst die tönerne Flöte. Ilja hatte sie für dich und Epona angefertigt. Alles klar, damit können wir einfach Epona rufen, ohne halt schnell zu so einer Pflanze zu gehen. Voll cool. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Jetzt einfach mal umarmen? Nein? Ist das zu viel für ein Kinderspiel? Mammut, du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe, oder? Weißt du? Es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat, zu fliehen, hat mir davon erzählt. In der Heimat dieser Frau wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht. Und sie erwartet auf sein Erscheinen. Es handelt sich um etwas, das nur dem Herold der Wolken, der es einen Stab trägt, ausgehändigt werden darf. Deshalb konnte die Alte auch ihr Dorf nicht verlassen. Mammut, hast du denn keine Ahnung, wer dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Also wieder dahin zurück. Kann ich denn nicht die Brücke reparieren? Wüsste nicht wie. Wüsste nicht, wo das Brückenstück sein sollte. Gut. Also. Wieder hin und her. Ja, muss ja. Da ich ja nicht weiß, wie ich die Brücke repariere. Da halt nochmal auf dem Weg hin. Ist ja jetzt auch nicht so wild. Ne?
Nee. So. Einmal zum Menschen. Achso, das Ding ist auch schon angelegt. Also das ist schon praktisch. Aber jetzt nicht mega ultra notwendig, weil eigentlich findest du die Pflanzen hier auch an jeder Ecke, ne? Und wie die sagt dann, nee, ich kann da nichts machen. Also wenn ich nicht der Herold der Wolken bin, ja, mit dem Stab, dann weiß ich auch nicht. Wir zeigen ihr gleich erstmal den Stab. Vielleicht macht sie da irgendwie was Tolles mit oder so. Ich weiß ja auch nicht. Man kann ja mal gucken und mal hoffen. Ne? Versuch macht klug. Boing. Einfach nicht im Weg stehen hier. Einfach mal nicht im Weg stehen. So war. Mammut, was bist du denn so? Ich bin halt so, ne? Ja. Gut, Epona. Genau, ne, da lang geritten, wo du nicht hinreiten solltest. Ja, ja. Ja, ja. Aua. Es tut weh. Ich bräuchte übrigens halt mal ein Heal, ne? Bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit. Ja, 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 ja. Ja, es ist wieder Tag. So, hier haben wir gleich absteigen. Bleib mal an hier. So. Danke, dass du mich vom Pferd geholt hast. Ja, danke, dass du mir auf die Dinge da geholfen hast. Ich bin mal weg, ne? Ciao. So, und dann zeigen wir der guten Dame mal unser Stäbchen. Also den Stab, den wir auch tatsächlich dabei haben. Also den, den wir neulich eingesammelt haben. Oh. Oh. Oh, eine Katze. Eine Kapfe. So viele Katzen, die hier wohnen. Guten Tag. Ich platz einfach mal rein, ohne anzuklopfen. So viele Katzen. So viele Katzen. Hier, ich habe einen Stab. Oh, oh, dieser Stab. Ist das etwa der Kopierstab? Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrte, von diesen einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnte. Diesen Stab bezeichnete man als den Kopierstab. Aber nur einem von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Eine Rechnung. Du erhältst das Kumulaner-Dokument. Es ist in der alten Sprache der Kumulaner verfasst, aber der Text enthält einige Lücken. Okay. Dieses Dokument ist in der alten Sprache der Kumulaner geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit dir muss eine göttliche Fügung gewesen sein, und dich von diesen Dingen zu unterrichten. Katze. Oh, ich nehme die mal mit, ne? Oh, die will nicht mit raus. Oh, schade. So viele Katzen. Ja, willst du Leckerli? Ich hab kein Leckerli, aber du kannst gerne mitkommen. Meine Katze.
Katzendieb! Ein Katzendieb! Miau! Eine Katze auf der Kiste. So, wem sollte ich jetzt hier das Dokument der Kumulana zeigen? Vielleicht diesen... Wie ist er? Ich hab fast vergessen. Jaco? Fargo? Jedenfalls dem, wo wir eh hin sollen, da zum Heiligtum, der da in den Katakomben dieses Heiligtums ist. In Kakariko. Wegen... unserer eigentlichen Hauptquest oder sowas. Ob wir dem da das zeigen können? Ich weiß gar nicht mehr, wie man da in die Katakomben reinkommt. Ja, wir schauen mal. Achso, einmal verwandeln. Auch willst du mich verarschen? Ja. So, dann schauen wir mal. Kann nur gut werden. Hoffe ich. So, ach ja, genau hier war das, ne? Guten Tag. Was für eine Überraschung, wenn das nicht Mammut ist. Wer hätte gedacht, dass wir uns an einen Ort wie diesen treffen? Ich bin eigentlich hier, um die Legende der Kumulanen zu untersuchen, die man sich in Hyrule erzählt, dass du gerade jetzt auftauchst. Du bist schon ungewöhnlich. Endlich habe ich sie gefunden, die steinerne Statue. Das ist die, die in den Dokumenten meines Vaters beschrieben ist. Es gibt in Hyrule viele solche Statuen, aber diese hier ist irgendwie anders. Schau dir doch mal den Bauch der Statue an. Steht da nicht etwas geschrieben? Ja, Link kann ich lesen. Ganz kurz was trinken. Darüber steht auch etwas in den Aufzeichnungen meines Vaters, dass das scheint kumulanische Schrift sein zu sein. Die Worte, die das Siegel lösen, werden mich erwecken. So steht es hier. Diese Ilia ist doch eine Bekannte von dir, oder? Kann einem richtig leid tun, alle Erinnerungen zu verlieren. Sie erwähnte doch einen Stab aus den Wolken. Ich glaube ja, dass das irgendetwas mit den Worten, die das Siegel lösen, zu tun hat. Kann man denn nicht irgendwie die Erinnerung zurückholen? Das habe ich doch schon längst getan, Penner. Was würde wohl so manches Rätsel lösen? Hier. Zeig dir mal. Bitteschön. Was ist das denn? Oh, sind das etwa kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Er hält einfach das Buch in die Richtung. Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke, Mammut. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument erst einmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an den anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner Karte. Wenn du noch Fragen hast, komm einfach zu mir. Alle diese Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Eine so eine haben wir schon gesehen. Ach, guck mal, einer, guck. Der Kopierstab hat wieder magische Kraft. Mysteriöser Stab, der antiken Statuen Leben einhaucht. Alles klar. In diesem alten Dokument stand also der Zauberspruch, der diesen Stab zum Leben erweckt. Wenn wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen, der Typ hatte doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statuen finden, oder? Also, Mammut, gehen wir. Wow. Einmal benutzen wir hier das hier. Das funktioniert leider nicht. Schade. Aber zumindest nicht so. Hm.
Ja, es gibt tatsächlich nicht. Obwohl, dahinter ist doch... Na gut.